Ja, hallihallo, ich bin der GameTeman und begrüße euch zu Chasebook 1899. Ich muss erstmal auf Deutsch hier. Fallbook 1899, die Leipzig-Morde. Ja, ich muss dazu sagen, der Chicky hatte auf dem Indie Game Fest ein paar Tipps und da auch das Spiel dabei. Und muss sagen, das hat mir von Anfang an gut gefallen. Und ich habe mich auch mit dem Entwickler über Twitter ein bisschen unterhalten. Das war eigentlich ganz nett. Ich muss dazu sagen, ich komme aus der Ecke und da ist das gleich noch doppelt so interessant. Und ich mag Point-and-Click-Adventures. Und deswegen gucken wir uns das heute mal an. Ja. Schauen wir mal. Also das ist die Demo. Ja, wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es hier nur einen Fall. Also gibt es hier einen Fall von vieren. Und zwar den arglosen Automobilisten. Okay. Also fangen wir an. So. Und hier. Ich hoffe übrigens, der Ton ist einigermaßen. Mein clever wie ich war, habe ich nämlich mein Headset im Büro gelassen. Das ist Wir schreiben das Jahr 1899. Wir befinden uns in Leipzig, einer aufstrebenden Industriemetropole in der Mitte des Deutschen Kaiserreichs. Genauer gesagt im Wohnzimmer von Hanna Faber, einer ehemaligen Lehrerin, die ihren Beruf aufgeben musste, nachdem sie erblindete. Ah, okay. Sie wartet sehnsüchtig auf die Rückkehr ihres Untermieters, während sie ihrem Hausmädchen lauscht, die ihr auf dem Klavier vorspielt. Okay. Ah ja, cool. Ach so, die... Wenn ich noch weiterspiele, verknoten sich meine Finger. Das ist schon recht so, Gretchen. Du hast heute sehr schön gespielt. Und außerdem wird mein Untermieter wohl bald nach Hause kommen und mir die Zeit mit seinen Geschichten vertreiben. Ich frage mich, was der Kommissar heute wohl erlebt hat. Der Bericht von seinen Ermittlungen ist immer so mitreißend. Gretchen, du wirst doch nicht etwa heimlich an der Tür lauschen? Das gehört sich für ein Hausmädchen nun wirklich nicht. Ich wollte nicht... Ich bitte um Verzeihung, Frau Faber. Ich mach doch nur meine Späße. Wenn du den Geschichten lauschen willst, kannst du gern auch die Tür auflassen. Im Sommer ist mir der Durchzug sowieso willkommen. Und wenn mich nicht alles täuscht, habe ich auch gerade die Schlüssel des Kommissars im Schloss gehört. Guten Abend, Frau Faber. Gretchen... Ach, ich muss mich erst einmal hinsetzen. Die Verbrecherjagd führte heute mehrmals durch die halbe Stadt. Aber der Aufwand hat sich wenigstens gelohnt. Dann werden Leipzigs Straßen nun von einem Verbrecher weniger unsicher gemacht? Oh, Sie gönnen einem ausgelaugten Polizeibeamten aber auch gar keine Pause. Aber das Erzählen vertreibt die Zeit bis zum Abendessen. Am besten beginne ich meine Erzählung gleich. So werde ich vielleicht fertig, bevor das Essen auf dem Tisch steht. Alles begann heute früh in meiner Schreibstube im Polizeirevier. Ich stand am Fenster und schaute auf das bunte Treiben auf der Wächterstraße. Ich hatte mich in meinen eigenen Gedanken verloren und musste mir einen Ruck geben, mich wieder an die Arbeit zu machen. Genug Tagträumerei. Ich sollte mich wirklich wieder meiner Arbeit widmen. Okay, also deutsche Sprachausgabe, cool, hatte ich gelesen. Ein bisschen mit
mit Dialekt, zumindest bei der weiblichen Stimme, eigentlich an sich ganz cool. Wo man sagen muss, die männliche Stimme klingt ein bisschen runter. Aber ja, ziemlich cool. Cool, dass es überhaupt eine Sprachausgabe gibt. Gefällt mir gut. Auch cool, dass er so am Anfang, ne, dieser grafische Effekt, ne, soll ja das Blindsein ein bisschen darstellen. Zumindest denke ich, dass es das soll. Ganz cool. So, okay, Steuerung. Klicke auf den Boden, um Kommissar Kreiser an die angeklickte Stelle zu schicken. Okay, naja, das Übliche. Mal ein bisschen hin und her laufen. Okay. Objekte. Objekte, über denen eine Lupe angezeigt wird, können untersucht werden. Klicke mit der rechten oder der linken Maustaste, um ein Objekt zu untersuchen. Das machen wir. Achso, Beispiel. Okay. Nichts Besonderes, aber sie macht hervorragende Arbeit, die Außenwelt mit ihren Ablenkungen auszusperren. Okay, da ist jemand an der Tür. Klopft ja auch. So, Interaktion. Objekte, über denen eine Hand angezeigt wird, können benutzt werden. Klicke mit der linken Maustaste, um ein Objekt zu benutzen oder aufzuheben. Klicke mit der rechten Maustaste, um es zu untersuchen. Okay. Gucken wir mal erstmal Tür aus. Klopft ja. Okay, ich soll es aufmachen, klar. Den Hut setze ich erst auf, wenn ich meine schon. Okay. Also müssen wir her mitten in den Hut. Das ist mein Hut, erst zwar ein wenig älter, aber immer noch sehr modisch. Also verschieden, ne? Okay. Gucken wir uns mal so an. Ja. Naja. Eine etwas kitschige Landschaft, die Berge strahlen eine eigentümliche Ruhe aus. Wie es sich für ein Staatsthema gehört, hängt in der Schreibstube der Kaiser an der Wand. Ah ja, okay, klar, das sind noch die Zeit, ne? Naja. Die Urkunde zu meiner Ernennung als Kriminalkommissar. Es macht mich immer noch stolz, sie zu sehen. Okay. Noch Fenster. Das Fenster ist geschlossen und die Fensterläden sind vorgelegt. Okay. Okay. Da kann man das bunte Treiben sehen. Was haben wir noch so Schönes? Mal oben. Die Pickelhaube aus meiner Zeit als Schutzmann. Ich denke eigentlich nicht gerne daran zurück. Aha, ich hatte damals nie Geld für ordentliche Schuhe. So habe ich jeden Pflasterstein durch die papierdünne Stirn gespürt. Okay. Auch immer erkenne ich alleine am Straßenbelag, in welcher Straße ich mich befinde. Okay. Eine Petroleumlampe. Okay. Okay, sehr oft geholfen, Licht ins Dunkel zu bringen. Schlüssel ist nicht hier, wir könnte er bloß sein. Okay. So, Notizbuch. Kommissar Kreiser schreibt seine Beobachtung in sein Notizbuch. Rufe es auf, indem du das Mausrad runterscrollst. Klicke zwei Beobachtungen nacheinander an, um sie zu kombinieren und weitere Aktionen freizuschalten. Okay. Ah. Das ist cool. Okay, machen wir. Sind wir schon dabei? Ah, jetzt kommen wir hier. Interessant. In diesem Schrank bewahre ich die Akten zu meinen Fällen auf. Sortiert nach Nachnamen. Okay. Eigentlich ein gutes System,
mit nur einem einzigen Manko, das Z passt nicht rein. Ah ja, okay, jetzt hat er was reingeschrieben, wie es aussieht. Ah ja, okay, der Aktenschrank ist alphabetisch. Das haben wir jetzt gelernt. Okay, das haben wir gelernt, dass das auch nicht da drauf war. Okay, was haben wir hier noch? Zuletzt habe ich an dem Fall von Roswitha Rosenlöcher gearbeitet. Ich habe die Dokumente heute Morgen meinem Aktenschrank entnommen. Okay. War noch irgendwas? Das dürfte es gewesen sein. Na gut, man sollte ja was kombinieren. Aber wahrscheinlich, vielleicht hat er das irgendwie in den Schrank gepackt. Ah, cool. Mhm. Vielleicht habe ich die Schlüssel heute Morgen anstelle der Akten zu Roswitha Rosenlöcher gelegt. Ah, ja, okay. Jetzt haben wir also was gelernt. Ach, das merkt er sich, dass man es wirklich gemacht hat. Okay, cool. Ach, ja, okay, ja, klar. Okay. Öffne die Schublade. Jetzt auch offen? Ja. Und hier ist der Schlüssel. Da haben wir ihn. Ein bisschen wie bei den Sherlock Holmes Spielen. Eigentlich ganz cool. Da hat man ja so diesen Gedächtnispalast oder so, wo man Dinge, die man erkannt hat im Spiel, kombinieren kann. Das ist ähnlich. Das ist hier auch so ähnlich. Eigentlich ganz cool gemacht. So, Inventar. Indem du das Mausrad nach oben scrollst, das ist echt cool mit dem Mausrad, oben, unten, das ist ja ziemlich intuitiv. Finde ich gut. Öffnest du das Inventar. Rechtsklick auf einen Gegenstand, um ihn zu untersuchen. Ah, nach einem Linksklick kannst du ihn mit anderen Gegenständen im Inventar oder der Spielwelt benutzen. Ein Rechtsklick wählt ihn wieder ab. Okay. Also nach oben. Okay. Und, ah ja. Cool. Gut, dann machen wir mal die Tür auf. Schutzmann Welm. Schön, Sie zu sehen. So. Dialoge. Mit Personen, über denen ein Mund angezeigt wird, kann Kreiser sprechen. Klicke dazu mit links auf die Person. Mit einem Rechtsklick können Personen betrachtet werden. Wähle während des Dialogs aus dem Notizbuch Dialogoption. Okay. So, aber erstmal muss ich mal was machen. Clever wie. Tipp. Kurz verschließen, weil das die Hintergrundgeräusche müssen jetzt nicht unbedingt sein. So, okay. Ja, wir können mit ihm reden. Dann machen wir das doch gleich. Gucken, was er zu erzählen hat. Guten Morgen, Kommissar Kreiser. Sie haben einen neuen Fall. Okay. Noch einen. Was haben wir denn diesmal? Diese wieder Sprachausgabe. Also ist nicht alles vertont, aber jetzt schon wieder ein bisschen mehr. Wahrscheinlich so die Hauptdialoge vertont. Das ist eigentlich ganz cool. So, was haben wir denn? Einen Selbstmörder. Okay, dann fragen wir mal einfach mal. Soll ich wieder mal die Leiche einer Selbstmörderin aufheben? Nein, Selbstmord war es diesmal wohl nicht. Okay, was hat er? Mal gucken. Ein Einbruch? Ist es ein Einbruch in einem Kolonialwarenladen? Exotisch und luxuriös geht es schon zu, aber mit den Kolonien hat es nichts zu tun. Also ich muss sagen, die Stimme von ihm, also allgemein die männlichen Stimmen gefallen mir ziemlich gut. Auch so die Betonung und so. Ist ganz gut, so ein bisschen genervter Unterton gerade. Ja, ist echt cool. Soll ich einen Betrüger schnappen, der Pelzhändler geprellt hat? Ganz kalt. Wer würde denn so etwas tun? Sie würden sich wundern, in welch illustrer Gesellschaft man sich da befände. Sind die Löwen aus dem zoologischen Garten entlaufen? Geschwindigkeit und Gefahr haben etwas damit zu tun, aber keine Wildtiere. Ja, keine Ahnung. Dann geben wir auf. Ich gebe auf. Sagen Sie mir, was es ist. Natürlich. In Plagwitz ist einer dieser neuartigen Motorwagen ins Wasser gefahren.
Und warum braucht es da einen Kriminalkommissar? Weil anscheinend faules Spiel stattgefunden hat und der Fahrer tot ist. Nun gut, ich hole schnell meinen Hut und komme dann gleich. Besorgen Sie uns schon einmal eine Kutsche. Okay, in Blackwitz haben wir einen Toten. Und unser, das ist unsere Mütze. Auf nach Blackwitz, genau. So, jetzt ist der Fall hier. Kann ich zum nächsten Gebiet? Oder los geht's! Nach Blackwitz wahrscheinlich. Okay. Karte. Mit einem Klick auf den Ausgang wird die Karte aufgerufen. Mit ihr kann Kreiser nach neuen Orten reisen. Klicke dazu einfach auf die Stecknadel. Dein Spiel wird automatisch gespeichert, wenn du einen neuen Ort betrittst. Okay. Autosave. Ich habe gar nicht geguckt wegen Speichern, aber na gut, dann muss man das ja wahrscheinlich gar nicht. Okay, was haben wir da? Wächterburg? Ne, da wollen wir nicht, das muss nach Plagwitz. Könneritzbrücke. Okay. Kein Plagwitz. Erstmal nach Wächterburg. Okay, Wächterburg ist scheinbar los geht's. Unser Büro. Gut, da hat man natürlich 50% Chance und gleich das Falsche erwischt. Dann fahren wir mal zur Könneritzbrücke. Plagwitz, wo man vor lauter Rauch und Abgasen auch an sonnigen Tagen nie den Himmel sieht. Aber wen sehe ich denn da? Tja, ich könnte jetzt sagen, das ist Leipzig, aber... Gustav Möbius, was macht denn ein Staatsanwalt bei einem Verkehrsunfall? Mein lieber Freund, hier handelt es sich mitnichten um einen gewöhnlichen Unfall. Weil dies der erste Tote ist, den wir aus einem Motorwagen bergen mussten? Richtig. Und weil es immer mehr solcher Unfälle gibt, soll ich ein Gutachten erstellen. Ein Gutachten? Wozu? Ob die Stadt eine Verordnung braucht, die den Automobilverkehr reguliert. Aber ehrlich gesagt habe ich so meine Zweifel, ob das hier ein Unfall war. Wie kommen Sie denn darauf? Nein, mein lieber Kommissar. Das müssen Sie schon selbst herausfinden. Aber ich stehe Ihnen natürlich zur Verfügung, wenn Sie Hilfe brauchen sollten. Objekthilfe. Wenn du Objekte nicht finden kannst, wenn du findest, kannst du Gustav Möbius bitten, sie zu markieren. Okay. Du kannst auch die linke Maustaste lange auf Möbius drücken und alle Hotspots anzeigen. Also der ist gleichzeitig so eine Hilfe. Das ist eigentlich ganz gut. Genug geplaudert. Da war zu schnell. Ich sollte erst einmal mit Schutzmann Welm sprechen. Okay, der Schutzmann ist das. Sieht man da. Pickelhaube haben wir ja vorhin gelernt. Das heißt, wenn ich jetzt hier lange auf den drücke, zeigt er das hier an, ja? Okay. Und der Maustaste? Nee. Na gut. Hat er nicht gesagt, dass wenn ich hier länger drücke, kurz oder so? Naja, egal. So, wir haben erstmal mit dem Frisch reden. Was wissen wir denn schon? Nur, dass das Automobil die Absperrung mit großer Geschwindigkeit durchbrochen hat. Und da die Brücke noch nicht fertig ist, ist der Wagen in den Fluss gerauscht. Erzähl mal was über die Leiche, bitte. Ich nehme an, dass es sich bei der Leiche um den Fahrer handelt. Richtig. Der Mann war hinter seinem Steuer eingeklemmt und musste mit Gewalt herausgezogen werden. Okay, wer ist es denn? Wissen wir schon, wer der Tote ist? Er hatte seine Dokumente bei sich. Er heißt Eduard Uhlich und wohnt am Marienplatz. Gut. Ich werde die Familie benachrichtigen. Clever. Ich wollte gerade sagen, Marienplatz, haben wir was gelernt? Haben wir bestimmt nochmal einen Ort. Cool. Ja, Todesursache, mal gucken. Woran ist der Mann gestorben? Der Arzt sagt, dass er ertrunken ist. Er hat anscheinend nicht versucht, sich zu befreien.
Okay. Der ist ertrunken. Na gut, da ist ins Wasser hier, ne? Obwohl man doch eigentlich aus so einem Auto, die sind ja noch offen, ne? Eigentlich schnell wieder rauskommt. Hm. Okay. Vielleicht hat es ja jemand gesehen. Mal gucken. Hat jemand den Unfall gesehen? Der Bauarbeiter dort drüben hat alles von seinem Gerüst aus verfolgt. Dann sollen wir mit denen auch gleich mal reden. Haben wir schon eine Vermutung, wie es zu dem Unfall kam? Das Bremsband ist gerissen und der Fahrer konnte den Motorwagen nicht mehr stoppen. Ich habe die Schutzmänner angewiesen, nichts anzufassen, damit sie sich selbst ein Bild machen können. Schön, dass Sie mitdenken, Van. Okay. Das war's erst einmal. Ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung, Herr Kommissar. So, dann würde ich sagen, bevor wir hier mit dem Bauarbeiter reden, werden wir uns noch mal ein bisschen umgucken. Also hier sieht man auf jeden Fall, der ist schnell unterwegs gewesen. Das sieht man hier. Bremsspur. Boah, ist ja eigentlich... Naja. Konnte ja nicht bremsen eigentlich, ne? Aber gut, vielleicht sind es einfach irgendwelche Fahrspuren. Hier gerade auf die Brücke zu. Gucken wir uns mal hier hinten an. Naja. Jo, das sieht kaputt aus. Das ist doch. Da können wir was nehmen. Ja, ist ein bisschen hoch, ne? Mal gucken. Kleine Kiste steht gefährlich nah am Rand. Vielleicht können wir irgendwie entgegenstoßen irgendwie oder so. Und die ist noch nicht fertig, haben wir gesehen. So, was haben wir jetzt? Können wir... Ah, hier, ja, genau. Was ist das denn? Guck mal her. Das Bremsband des Motorwagens. Die Enden scheinen markant, sehen markant aus. Okay. Scheint dort das nicht mit rechten Dingen zuzugehen. Warum? Weil die markant aussahen? Was steht da? Ah, okay. Das Bremsband ist gerissen. Was angucken. Okay, das hatte ich jetzt schon mal gesehen. Okay. Das ist ja eher noch. Scheint ertrunken zu sein. Außerdem hat er eine ziemlich üble Kopfwunde. Okay. Na gut, vielleicht ist er irgendwo dran geschlagen und dann ohnmächtig geworden und nicht mehr rausgekommen oder so. Zumindest. Machen wir es mal hier. Mai und endlich. Versandwarenhaus und königlicher Hoflieferant. Okay. 1899 Amazon. So. Okay, Kopfwunde, Bremsband. Mhm. Mal hier. Die Verführungsstelle, Werkzeugkasten auch ist. Ich brauche einen guten Grund, bevor ich ihn durchwühlen kann. Na gut, da kann man ja mit dem reden. Nee, noch? Neben der Baustelle liegt ein großer Haufen Sand. Okay. Der wohl gebraucht wird. Naja, gut. Na dann. Schauen wir, was du uns zu erzählen hast hier. Und Sie sind? Hungrig. Ich will meine Pausenbrote. Aber diese Polizisten lassen mich nicht auf das Gerüst. Kann ich Ihnen trotzdem einige Fragen stellen? Wenn ich Hunger habe, funktioniert mein Kopf nur langsam. Das bedeutet nein, oder? Richtig. Ah, ich muss also erst Ihren Hunger stillen, bevor Sie mit mir sprechen. Genau. Okay, also brauchen wir was zu essen. Gut. Hast du denn eine Idee, wo wir was zu essen herkriegen? Ich habe doch noch eine Frage. Das war's erst einmal. Ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung, Herr Kommissar. Ja, vielleicht kann ja
Kommissar Kreiser. Ah, okay, hier kann man Hotspots und Hilfe, wenn man nicht weiterkommt. Okay, nee, aber das war das noch nicht. Erst einmal. Vielleicht können wir ja dann jetzt irgendwie dagegen hauen oder so. Haben wir hier noch irgendwas? Also hier kann man das wechseln, das Gebiet, okay. Ah, okay. Die Pausenbrote, das auch, okay. Wir müssen also irgendwie da oben ran. Aber vielleicht können wir jetzt da irgendwie. Naja. Besorgen Sie mir was zu mampfen, bevor Sie mit mir sprechen. Ja, sehr gut. Okay. Bin noch nicht fertig, okay. Vielleicht jetzt irgendwie? Ich leih mir den Hammer nur einmal kurz aus. Ah, ein Hammer, okay. Ist mir egal. Den Hammer kann ich eh nicht essen. Okay, aber vielleicht kann ich jetzt ja irgendwie. Er sagt ja, dass es ziemlich nah am Rand steht. Vielleicht kann man das mal davor klopfen oder so. Ja, okay, das war's. Oh. Ja gut, also das ist auf jeden Fall gute kleine Rätsel, nicht allzu schwer, kommt man gut drauf gerade. Das ist auf jeden Fall sehr, ja, also logische Rätsel, ist schon mal gut. So, jetzt muss man denen sein Pausenbrot geben. Hier sind Ihre Pausenbrote. Die Polizei ist ja doch zu etwas gut. Dann stellen Sie mal Ihre Fragen. So, ja, na dann frage ich mal. Okay. Oh, Notizbuch konsultieren. Das ist cool. Mal gucken. Mal fragen, wer so ist und so. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist August Baumann. Ich bin der Vorarbeiter hier auf der Baustelle. Ich hoffe, ich kann bald weiterarbeiten. Die Brücke muss endlich fertig werden. Zeigen Sie ein wenig Respekt. Ein Mann ist gestorben. Selbst schuld, wenn Sie mich fragen. Wer sich in so einen Motorwagen setzt, muss lebensmüde sein. Ich habe Sie aber nicht gefragt. Ja, das wurden so die Anfänge, ne? Haben sie alle noch Schüsse gehabt davor, weil die Kutsche war ja viel besser. Naja. Okay. Sie haben den. Was hat er denn gesehen? Allerdings. Ich war oben auf dem Gerüst, als dieser Wahnsinnige angerast kam. Wann haben Sie den Wagen bemerkt? Gleich als er in die Straße eingebogen ist. Er war viel zu schnell unterwegs und ist in Schlangenlinien gefahren. Und hat geradewegs auf die Baustelle zugehalten. Genau. Ich habe mich noch gewundert, warum er nicht bremst. Aber dann war es auch schon zu spät und der Wagen krachte in den Fluss. Ich habe mich so erschrocken, ich wäre fast vom Gerüst gefallen. Okay. Die Brücke ist immer noch nicht fertig. Sieht man ja. Und für die ganz Begriffsstutzigen haben wir die Absperrungen aufgestellt. Das hat den Fahrer aber nicht davon abgehalten, trotzdem voll auf die Brücke zuzuhalten. Na, der konnte wahrscheinlich nicht bremsen, ne? Lassen Sie uns über etwas anderes sprechen. Soll mir recht sein. So, jetzt gucken wir, wie das funktioniert. Ah, okay. Jetzt fragen wir mal wegen dem Bremsband. Da irgendwie, wir sehen, dass er versucht hat zu bremsen. Der Wagen hatte keine Bremsen. Hat der Fahrer etwas gemacht, die Fahrt anzuhalten? Da habe ich mich auch gewundert. Der Fahrer hätte ja auf den Sandhaufen auffahren können. Notfalls hätte er auch abspringen können. Aber nichts da. Er ist geradewegs in den Fluss gefahren. Der hat nicht versucht auszuweichen oder abzuspringen, okay. Der Fahrer erlitt eine Kopfwunde, als er mit dem Wagen ins Wasser fiel. Darüber weiß ich nichts. Okay. Der Fahrer ist ertrunken. Anscheinend hat er nicht versucht, sich zu befreien. Wie schrecklich. Ach, hier steht das Wächterburg.
Ah, okay. Gut, er hat nicht versucht, sich zu befreien oder so. Eigentlich ein bisschen komisch. Gut, das haben wir jetzt, glaube ich, alles schon gefragt. Der Fahrer erlitt eine Kopfwunde, als er mit dem Wagen ins Wasser fiel. Darüber weiß ich nicht. Nein, genau, da sagt Huber, weiß er nichts. Mehr Fragen habe ich momentan nicht. Bitte halten Sie sich weiter zur Verfügung. Beeilen Sie sich, damit ich weitermachen kann. Okay, also er war schnell unterwegs. Er hat irgendwie nichts gemacht, als er ins Wasser gefahren ist. Und gebremst scheinbar auch nicht so wirklich. Okay. Gut, bremsen konnte er nicht. War das vorher kaputt? Okay, mal sehen, können wir dir halt irgendwie Bericht erstatten oder sowas? Ich habe doch noch eine Frage. Das war's erst einmal. Ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung, Herr Kommissar. Kann man vielleicht irgendwas kombinieren? Vielleicht hat er ja die Kopfwunde vorher gehabt. Vielleicht war er nicht wach oder sowas. Vorher irgendwo dagegen geschlagen. Okay. Hm. Okay. So ist die Figur also auch jetzt auf die Idee gekommen. Ja, das ist ganz cool. Okay, was ist das hier? Logik. Kombiniere Einträge aus dem Notizbuch, um logische Schlüsse zu ziehen. Klicke dazu auf die Entscheidungsmöglichkeiten und wähle eine aus. So werden neue Schlüsse freigeschaltet. Okay. Fragezeichen. Okay. Edwards Bewusstsein. Edward Ulich konnte nicht mehr reagieren, um den Unfall zu vermeiden. Das deutet darauf hin, dass er nicht bei Bewusstsein war. Könnte sein. Versuchte vergeblich zu bremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Das deutet darauf hin, dass Nee, der hat ja nicht versucht, irgendwie zu bremsen und sich auch nicht zu befreien. Könnte das sein, ne? Okay, jetzt müssen wir uns entscheiden, wahrscheinlich. Also ich denke, könnte sein, dass der nicht bei Bewusstsein war, vielleicht. Das noch ändern? Ja, passiert da. Okay, bei Bewusstsein, bewusstlos. Okay, also ich denke, wir lassen mal bewusstlos. Können wir sie wieder aufrufen? Ja, okay. Ah ja, cool. Ach, das ist jetzt auch weg. Okay. Gut, aber das bringt uns jetzt, glaube ich, nicht so wirklich was. Das ist eigentlich Quatsch. Ja. Okay, kann man jetzt dem was sagen? Ich habe doch noch ein... Nee. Das war's erst dann. Ich stehe... Hier kann man... ihm vielleicht jetzt noch mal. Oh, da war ja eigentlich alles weg, ne? Ja. Na gut. Mehr Fragen habe ich momentan nicht. Bitte halten. Beeilen Sie sich. Okay. Den haben wir schon angeguckt. Ich würde sagen, jetzt haben wir hier erstmal alles. Vielleicht kommen wir ja später nochmal wieder. Es war ja noch ein neuer Ort verfügbar. Gucken wir mal da hin. Wir sollten unsere Ermittlungen anderswo fortsetzen. Ich begleite Sie. Ach, der kommt mit. Okay, cool. So, jetzt haben wir hier einen neuen. Okay, die Villa. So, erstmal gute Nachrichten. Pixel Leipzig sieht cool aus. Ich mag die Optik total, muss ich sagen. Wirklich schön. Sehr gelungen. Hier sind wir also. Die Villa des Toten. Und dort haben wir die Ehefrau, die nun Witwe ist und noch nichts Böses ahnt. Ich sollte ihr wohl die schreckliche Nachricht überbringen, bevor ich auch den Angestellten verhöre. Ein guter Plan. Ich wünsche Ihnen viel Kraft. Schlechte Nachrichten überbringen? Uiuiui.
Naja gut, das gehört sich dann so, dass wir das als erstes machen, würde ich sagen. Entschuldigen Sie, dass wir in Ihr Heim eindringen. Es ist leider unerlässlich. Ich bin Kommissar Kreiser von der Leipziger Kriminalpolizei. Sind Sie die Ehefrau von Eduard Uhlig? Richtig, ich bin Emma Uhlig. Sagen Sie mir bitte, was Sie von mir wünschen. Ihr Ehemann hatte heute Morgen einen Unfall mit seinem Motorwagen. Er hatte einen Unfall? Wie schrecklich. Geht es ihm gut? Er ist leider noch an der Unfallstelle verstorben. Ich muss Sie leider bitten, mir noch einige Fragen zu beantworten. Ich werde versuchen, Ihnen zu helfen, wo ich kann. Okay. Also ich muss ja sagen, also die Frauen, okay, gibt sich Mühe, aber also es ist schon ein Unterschied zu den Männerstimmen, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht. Es ist jetzt nicht direkt schlecht oder so, ist eigentlich ganz cool trotzdem, aber ich weiß nicht, ob so irgendwie ist das so wie so ein kleiner Bruch, wenn man die Stimme, also die männlichen und die weibliche Stimme hat. Die Damenstimme. Das ist vielleicht auch irgendwo so ein Mikrofon-Ding. Naja. Nichtsdestotrotz ist das cool gemacht, muss ich sagen. So, dann fragen wir jetzt erstmal Eduard Uhlig, was er über ihrem Mann erzählen kann. Darf ich Ihnen einige Fragen zu Ihrem Ehemann stellen? Sicher doch. Wenn Sie denken, dass Ihnen das hilft... Ja, genau, wir fragen mal, ob er eigentlich ein guter Fahrer war. Obwohl, der könnte ja... Hat ja nicht viel machen können, wie es aussieht. Ihr Mann fuhr einen Motorwagen. Das ist noch immer ein sehr ungewöhnliches Transportmittel. Er war ganz vernarrt in dieses Spielzeug. Ich habe ihm immer gesagt, dass es einmal sein Tod sein würde. Es ist nicht einfach, immer recht zu haben, wissen Sie? Wir müssen noch sehen, was der genaue Grund seines Todes war. Dafür bin ich ja hier. War er ein guter Fahrer? Aber sicher, er fuhr dieses Ding fast täglich. Wenn ich die Kutsche nahm, ist er mir mit diesem Karren hinterhergefahren. Ich habe es ihm nämlich nicht erlaubt, vor mir zu fahren. Die Luft zu verpesten mit den Abgasen. Einen Unfall halten Sie also für unwahrscheinlich? Aber wo denken Sie denn hin? Was soll es denn anderes als ein Unfall gewesen sein? Der Wagen war doch die reinste Todesfalle. Okay. Begeistert von dem Wagen ist er auf jeden Fall nicht. Jetzt mal ein bisschen Hintergrundmusik hören. Also ich muss sagen, sehr hübsch. Ja, gefällt mir. Ja, vielleicht könnte man mal die Musik dann noch anbieten oder so als MP3s oder so. Ist irgendwie ganz nett. So, okay, machen wir Fragen. Genau, wir fragen, ob er irgendwie gesundheitliche Probleme hat. Vielleicht hat er irgendwie ohnmächtig geworden oder sowas. Hat Herr Uhlig irgendwelche gesundheitlichen Probleme? Nein, ihm ging es immer gut. Er stand voll im Saft und hatte mehr Energie als so mancher Jungspund. Für meinen Geschmack sogar zu viel Energie, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich gebe mir größte Mühe, es nicht zu tun. Hatte Ihr Mann irgendwelche Feinde? Es gab sicher viele, die neidisch waren auf das, was er im Leben erreicht hatte. Aber Feinde, so weit würde ich nicht gehen. Und überhaupt, haben Sie nicht von einem Unfall gesprochen? Das zu ermitteln ist meine Aufgabe. Und ich bin gern gründlich. Ich komme später noch einmal auf Ihren Mann zurück. Alles zu Ihrer eigenen Zeit. Kommissar. Okay. Ja, mich haben Sie auf jeden Fall. Sie kümmern sich selbst um Ihren Garten? Kein Gärtner? Allerdings. Es ist mir eine Freude, die Arbeit meiner Hände wachsen und gedeihen zu sehen. Vor Jahren hatten wir einmal einen Gärtner. Aber nachdem ich ihm seine Arbeit dreimal erklären musste, hat er gekündigt. Und seitdem kümmere ich mich um mein kleines Reich. Okay. So, vielleicht können wir hier
Aber eigentlich auch die durchgestrichenen. Kann man da auch was? Probieren wir mal. Naja. Ah, doch, das geht. Okay, nee, geht doch nicht. So, gucken wir mal, ob es da irgendwas über. Vielleicht das Bremsband oder so weiß. Ah, das Bremsband des Motorwagens weist markante Schnittkanten auf. Und was habe ich damit zu tun? Ich weiß ja nicht einmal, wovon Sie sprechen. Okay. Okay, jetzt gucken wir mal. Ihr Ehemann ist ertrunken. Möglicherweise war er aber nicht bei Bewusstsein. Ertrunken? So ein schrecklicher Tod. Hoffen wir, dass er nicht leiden musste. Ja, vielleicht tue ich der Sprecherin auch Unrecht. Weil wenn sie da vielleicht was mit zu tun hat, könnte man auch so überrascht tun oder so. Obwohl sie jetzt... Nochmal gucken. Nehmen Sie sich einen Moment, um sich zu sammeln. Ich habe später vielleicht noch Fragen. Vielen Dank, es geht schon. Mal gucken, hier können wir Blümchen angucken. Okay, ist hübsch bepflanzt. Nichts weiter. Ja. Beeindruckungsgewinn Leipzigs. Etwas schön gepixelt. Gut, das ist klar. Den kann man reden. Steht ein kleiner Busch mit schwarzen Beeren, okay. Oh, fassen Sie die Beeren lieber nicht an. Das sind Tollkirschen. Sie sind hochgiftig und können von Halluzinationen über Lähmungen bis zum Tod führen. Ein Schelm, der Böses denkt. Tollkirschen? Sieht so aus, als hätte was nochmal. Oh, fassen Sie die Beeren, sie sind hoch. Sieht aus, als seien einige Früchte gepflückt worden. Okay. Weißt du irgendwas über Tollkirschen? Ich muss Sie leider bitten, mir noch einige Fragen zu beantworten. Ich werde versuchen, Ihnen zu helfen, wo ich kann. Nehmen Sie sich einen Moment, um sich zu sammeln. Vielen Dank. Okay, nichts Neues. Ich glaube, er hat es auch nicht notiert. Okay. Oh, das war eigentlich eine Info ist. Warum notiert er das hier nicht, dass da Tollkirschen sind? Das ist doch eine Info, die müsste man doch eigentlich aufschreiben. Naja, okay. So, gucken wir erstmal hier. Werkzeuge. Okay, aber. Es scheint eins zu fehlen, okay. Muss so wahrscheinlich. Reden erstmal mit dem. Guten Tag. Mein Name ist Josef Kreiser. Darf ich Sie fragen, in welcher Verbindung Sie zu Eduard Ulich stehen? Dürfen Sie. Muss ich denn antworten? Müssen Sie. Ich bin Kriminalkommissar und in einer ernsten Angelegenheit hier. Na, wenn das so ist. Ich bin Max Töpfer, der Mechaniker Eduard Ulichs. Ich muss Sie leider informieren, dass Herr Ulich tot ist. Ach, was ist denn passiert? Es gab einen Unfall mit dem Kraftwagen, den er fuhr. Das ist schlecht. Wie steht es um den Wagen? Ich werde Ihre Impertinenz einmal ignorieren und Ihnen stattdessen einige Fragen stellen. Wenn es sein muss. Ja, herrlich. So. Wenn es sein muss. Ich habe Fragen zu Ihrem Arbeitgeber. Dann schießen Sie mal los. So ein bisschen Dialekt drin, finde ich super. Wunderbar. So, okay. Am Tatmorgen. Haben Sie Eduard Ulich heute Morgen gesehen? Ich habe ihn gehört, bevor ich ihn gesehen habe. Das hat wohl das ganze Viertel. Was meinen Sie damit genau? Die Ulichs hatten heute Morgen einen sehr lautstarken Streit. Haben Sie gehört, worum es ging? Das war nicht zu überhören. Aber ich will nicht mit Dreck werfen. Reden Sie lieber mit der Frau Ulich. Das werde ich. Jedenfalls war Herr Ulich so erregt, dass er ganz wirres Zeug geredet hat. Da hatte ich ganz schöne Mühe, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren. Der hat wirres Zeug geredet und Sie haben sich gestritten. Okay.
Halluzination, ne? Okay. Wie war Herr Ulich als Arbeitgeber? Wie heißt das? Man soll nicht schlecht über die Toten reden? Dann sage ich wohl besser nichts. Man soll aber der Polizei auch immer die Wahrheit sagen. Na, wenn Sie es wollen. Ein Knauser und ein Ausbeuter war er. Wie würden Sie die Ehe der Ulichs beschreiben? Gar nicht, wenn es Ihnen recht ist. Noch bin ich im Dienste der Ulichs. Sie könnten bei der Aufklärung des Verbrechens helfen. Nun gut, die Ehe war nicht sehr harmonisch. Die beiden stritten sich öfter, als sie sich wieder versöhnten. Worum ging es bei dem Streit? Das müssten Sie Frau Ulich wirklich selbst fragen, tut mir leid. Okay. Lassen Sie uns über den Motorwagen sprechen. Aber immer doch. Darüber rede ich besonders gern. Ja, stimmt. Was ist der? Also, der Gärtner ist ja nicht, dann ist das der Mechaniker oder so, ne? Okay, wie war denn der Zustand von dem Ding? War der Wagen in einem guten Zustand? Wollen Sie mich beleidigen? Der Wagen war stets gut in Schuss. Da hat nie eine Schraube gewackelt oder ein Rad gequietscht. So etwas gab es bei mir nicht. Okay, also laut ihm war er gut in Schuss. Okay, wie würden Sie Eduard Ulich als Fahrer einschätzen? Als einen der Besten in Leipzig. Er konnte von hier bis Taucher fahren, ohne dass ihm der Motor ausging. Dass der Motor ausging, okay. War ich so weit weg, Taucher? Ja. Ging von dem Wagen eine Gefahr aus? Nicht mehr als von einem Pferdewagen. Glauben Sie nicht alles, was Sie in der Zeitung lesen. Dem Motorwagen gehört die Zukunft. Verlassen Sie sich drauf. Momentan sind Sie aber noch sehr umständlich und unsicher, nicht wahr? Am Anfang gibt es immer kleine Probleme. Denken Sie einmal an die ersten Züge. Da hieß es auch, dass sie dem Menschen schaden und sich nicht durchsetzen werden. Und nun gibt es kaum ein Dorf ohne Bahnhof. Ich sehe, was Sie meinen. Und irgendwann wird jeder Mensch einen Motorwagen besitzen, glauben Sie mir. Da hat er recht. Hat sich so entwickelt, ne? Und stimmt auch mit den Zügen. Am Anfang hat man gedacht, die sind so schnell, dass die den Körper schaden, ne? Aber ist ja nicht passiert. So. Lassen Sie uns über etwas anderes sprechen. Wenn es unbedingt sein muss. Okay, das Notizbuch. Okay, das hat er ja selber erzählt. Aber vielleicht weiß er was über das Bremsband. Ah, das Bremsband des Motorwagens weist markante Schnittkanten auf. Darüber weiß ich nichts. Okay, da weiß er nichts. Na gut, das wird nicht gehen mehr. So. Obwohl, das ist ja selber erzählt, ne? Das ist ja eigentlich... Na, wir haben erstmal... Für den Moment habe ich keine anderen Fragen. Wie Sie wünschen, Meister. Ich werde Ehefrau fragen. So, vielleicht gibt es da nur... Ich muss Sie leider bitten, mir noch einige Fragen zu beantworten. Ich werde versuchen, Ihnen zu helfen, wo ich kann. Okay, genau, wir können mal über den Max Töpfer fragen. Arbeitet Max Töpfer schon lange für Sie? Ja, das tut er. Nun muss er sich wohl eine neue Stelle suchen, der arme Mann. Er hat sich nur um den Motorwagen gekümmert und ohne den gibt es hier nichts zu tun. Mein Mann hat viel über ihn geschimpft und zuletzt sogar Teile seines Lohnes einbehalten. Aber ich mag ihn ganz gern. Auch wenn er nur den Motorwagen im Kopf hat. Ah, es gab Streit zwischen den beiden. Worum ging es denn da? Ich glaube, es ging um einen Kratzer an dem Wagen, dessen Reparatur aus Max Lohn bezahlt werden sollte. Aber da fragen Sie den Mann am besten selbst. Okay, da hat er natürlich einen Grund. So, also sollen wir mal fragen, um was wir hier gestritten haben. Sie hatten heute Morgen Streit mit Ihrem Ehemann. Woher wissen Sie denn? Ach, ich verstehe schon. Max hatte wohl wieder einmal sein loses Mundwerk nicht unter Kontrolle. Es stimmt, dass die letzten Worte, die ich mit meinem Mann gewechselt habe, hitzig gesprochen waren. Worum ging es denn bei dem Streit?
das, worum es immer ging. Mein Ehemann hat es leider mit seinen Eheschwüren nicht sehr ernst genommen. Soll heißen? Mein Gott, muss ich es denn buchstabieren? Okay. Er war ein untreuer Mistkerl, wobei man das nun wohl nicht mehr sagen darf, da er tot ist. Okay, das ist natürlich ein Motiv. Ehestreitigkeiten ist immer so ein Ding. So, guck mal hier, böses Zeug. Laut Max Töpfer war Eduard Ulich am Tatmorgen so erbost, dass er ganz wirres Zeug daherredete. Darüber weiß ich nichts. Ich denke ja, das wirre Zeug, diese Tollkirsche und wirres Zeug, das passt doch irgendwie, oder? Okay, hier hielt sich mehrere Geliebte. Haben wir jetzt eigentlich nichts weiter. Nehmen Sie sich einen Moment, um sich zu sammeln. Ich habe später vielleicht noch Fragen. Vielen Dank, es geht schon. Frag mal mal. Ich habe noch mehr Fragen. Was denn kaputt Sie? War am Auto? Weil es sollte ja auch mal nichts kaputt sein. So. Ich habe gehört, dass es zuletzt Streit zwischen Ihnen und Ihrem Arbeitgeber gab. Ach. Schwärzt Frau Ulich mich jetzt also an? Das hätte ich mir wohl denken sollen. Herr Ulich hat behauptet, dass ich seinen Motorwagen beschädigt hätte. Dabei hat er den Schaden selbst verursacht, als er von einer seiner nächtlichen Ausfahrten zurückkam. Und warum hat dies zu einem so heftigen Streit geführt? Weil er mir den Schaden von meinem Lohn abziehen wollte. Da hat es mir gereicht und ich habe gekündigt. Das ist aber auch so ein Widerspruch. Wenn der gekündigt hat, warum ist der dann noch da? Ich glaube nicht, dass die hier so Kündigungsfristen zu dem Zeitpunkt hatten. Okay. Machen wir aber noch was über die Geliebte. Vielleicht haben wir einen neuen Ort. Vielleicht haben wir auch einen Namen. Eduard Ulich war seiner Ehefrau nicht treu. Und die wusste dies auch. Darüber weiß ich nichts. Nee, weiß er nicht. Okay. Okay, haben wir jetzt nichts weiter. Für den Moment habe ich keine anderen Fragen. Wie Sie wünschen, Meister. Okay. Oh. Doch, findest du, vielleicht gäbe es Interessantes zu entdecken. Ah, die Lampe. Okay, da müssen wir nachher nochmal hin. Konnte man die doch mitnehmen, aber der hatte die doch eigentlich gar nicht genommen. Okay. Okay, aber egal. So, vielleicht musst du dir das auch geben. War der Wagen in einem guten Zustand? Wollen Sie mich beleidigen? Der Wagen war stets gut in Schuss. Darüber okay, weiß ich nicht. Okay, nee, das nicht. Dann gucken wir mal, ob wir irgendwas rausfinden können. Ja gut, das wissen wir ja, dass die ja gestritten haben. Okay, was sonst können wir trotzdem kombinieren? Wie eifersüchtig war Emma Ulich wirklich? Genug, um einen Mord zu begehen? Ah, okay. Ja gut, dann müssten wir das hier nochmal... Das ist ein Motiv, das stimmt. Und das andere ist, von dem Max ist ja auch ein Motiv, ne? Das Einbauen. Hat der einbehaltene Lohn. Emmas Motiv. Eduard Ulichs ständige Frauengeschichten waren seiner Frau bekannt. Sie führte immer wieder zu Streit in der Ehe. Möglicherweise wurde es Emma Ulich zu viel und sie setzte die Geschichte ein finales Ende. Könnte schon sein, okay? Und das bewusstlos, ja, das ist wahrscheinlich wirklich. Vielleicht. Ist der ja irgendwie durch die Toll. Aber wie kommen wir. Kommen wir da hin? Vielleicht muss man hier noch irgendwo. Okay, das ist ja weg jetzt. Muss man noch irgendwas kombinieren hier.
Oder man kann sie mit dem Motiv irgendwie konfrontieren. Warte, gucken wir mal hier. Das ist wahrscheinlich dasselbe auch ein Motiv, denke ich. War der Streit zwischen Max Töpfer und Eduard Uhlig heftig genug, um als Mordmotiv herzuhalten? Ja, jetzt haben wir sein Motiv. Max Töpfer hatte Streit mit Eduard Uhlig über Lohnabzüge. Er sollte Schäden am Motorwagen aus eigener Tasche zahlen. Möglicherweise erboste ihn das so sehr, dass er sich entschied, seinen Arbeitgeber den allerletzten Dienst zu erweisen. Ja, könnte sein. Ja, das passt aber irgendwie. Zwar Motive, aber irgendwie können wir es noch nicht zusammenbringen. Irgendwie fehlt mir hier noch was. Bremsband. Das ist aber auch irgendwie, kann man das noch benutzen. Okay. Ich würde sagen, wir holen jetzt mal die Lampe. Vielleicht ist hier hinten noch was. Wir sollten unsere Ermittlungen anderswo fortsetzen. Ich begleite sie. Das war genau Wächterburg. Schön haben Sie es in Ihrer Schreibstube. Ach stimmt, der war ja noch gar nicht hier. So. Noch irgendwo was anderes mitnehmen? Nee. Vielleicht haben wir schon angeguckt. Ja, das ist bei meinen Zimmerpflanzen leider auch immer so. So. Naja. Jetzt ja, vielleicht nochmal drauf drücken sollen. Naja, gut. Egal, jetzt haben wir sie auf jeden Fall. Ja, auf zurück. Los geht's. Villa. Okay. So, hier sind noch Spuren. Ja, okay. Das sind die normalen. Fertig versucht man wie auch immer. Okay. Also da stand wirklich nur das Auto. Na, ist ja okay. Passt schon. So. Machen wir mal Licht hier im Dunkeln. Und viel besser. Dann sollten wir. Dann wollen wir doch einmal sehen. So. Naja. Was haben wir denn hier? Eine Schere. Okay, eine Schere. Klingen sehen ganz schön mitgenommen aus. Na, dann gucken wir doch mal, ob die Schere hier zusammenpasst. Okay. Ist das vielleicht das, was hier fehlt? Okay, also die Schere fehlte, weil die mich da hinten hingelegt war. Okay. Jetzt ähnlich. Ja. Der hat nachgeholfen, wie es aussieht. Aber bei ihr bin ich mir ja auch nicht so sicher. Denke immer noch, diese doofe Tollkirsche. Vielleicht kann ich mit der Schere. Die Schere ist weg. Ach Mist, ich dachte, ich kann hier vielleicht nochmal welche abschneiden oder so. Na gut, aber. Bremsbeläge. Ich würde sagen. Okay, das passt. Das Bremsband ist entweder von selbst gerissen oder jemand hat nachgeholfen. Ja, aber wenn das irgendwelche Rüffelungen und sowas hat, was mit der Schere zusammenpasst, dann hat da jemand danach geholfen, oder? Ja, okay. Gerissenes Bremsband.
Die Kanten des Bremsbandes stimmen mit der Schere Max Töpfers überein. Er hat das Bremsband durchschnitten, um einen Unfall zu provozieren. Das glaube ich irgendwie auch. Da war er bestimmt sauer wegen seinem Gehalt, da was abgezogen wird mit seinem Lohn. Ne? Die Schnittkanten haben nichts zu bedeuten. Bei dem Riss des Bremsbandes handelt es sich um einen Unfall. Sieht man nicht danach aus. Naja, heute würde man das irgendwie analysieren oder so, aber ich denke, unser Instinkt sagt uns das hier, ne? Na gut, aber das macht noch nichts. Okay. Jetzt machen wir nur das hier. Vielleicht können wir sie ja nochmal ansprechen. Ich muss Sie leider bitten, mir noch einige Fragen zu beantworten. Ich werde versuchen, Ihnen zu helfen, wo ich kann. Nee. Das scheint nichts zu bringen. Nehmen Sie sich einen Moment, um sich zu sammeln. Ich habe später vielleicht noch Fragen. Vielen Dank, es geht schon. Ich glaube, bei den anderen Orten hatte ich alles. Das bin ich mir ziemlich sicher, da war eigentlich nichts weiter. Was ist das hier hinten? Ah, hier ist noch. Okay, da war noch was. Okay, in einer kleinen Schale liegen einige Beeren. Ah, bestimmt Tollkirschen, wa? Wer sammelt denn Tollkirschen? Das müsste man die Dame mal fragen, ne? Vielleicht hat er da Tollkirschen aus dem Ding hier gegessen. Deswegen hat er so Unsinn geredet. Der hat es auch angeschnitten. Und dann ist er irgendwie... Aber warum? Tja, oder doppelt. Beide. Wäre auch so ein Ding. So, warte mal. Wir fragen die erstmal nach den Tollkirschen hier. Ich muss Sie leider bitten, mir noch einige Fragen zu beantworten. Ich werde versuchen, Ihnen zu helfen, wo ich kann. Haben Sie die Beeren von dem Busch hinter Ihnen gesammelt? Ja, was ist damit? Wissen Sie denn nicht, dass sie hochgiftig sind? Ist dem so? Ich hatte ja keine Ahnung. Nun, jetzt wissen Sie es ja. Werfen Sie sie lieber weg, bevor noch ein Unglück geschieht. Noch eines, meine ich. Na, das glaube ich aber irgendwie nicht. Dass sie das versehentlich gesammelt hat, glaube ich irgendwie nicht. Weil sie sagte ja, dass sie den... Nehmen Sie sich einen Moment, um sich zu sammeln. Den Gärtner mal alles später vielleicht gesagt, noch dass sie ewig Gärtnerarbeit machen. Tollkirsche ist so bekannt, das kennt ja sogar ich. Also, ich denke, das kennt man. Ich habe noch mehr Fragen für Sie. Wenn es sein muss. Warte mal, vielleicht kann der da was sagen. Emma Uhlich behauptet, dass sie nichts von der giftigen Wirkung der Tollkirschen wusste. Darüber weiß ich nichts. Okay. Na gut, das hat der ja erzählt. Wir kombinieren das mal. Für den Moment habe ich keine anderen Fragen. Wie Sie wünschen, Meister. Okay, passt. Naja. Ja, hat sie gewusst oder nicht? Ich denke schon, ne? Das... Thank you.
Ah, okay. Giftmord. Ich habe jetzt gesagt, sie wusste davon. Das ist, wenn ich jetzt sage, wusste nicht davon. Ein Unfall, okay. Was ist, wenn der jetzt bei Bewusstsein war? Ne, Bewusstsein. Hier. Sabotage. Ach so. Jetzt, kann ich ja sagen, das ist Sabotage oder kann ich sagen, also, wenn ich draufklicke? Er wollte nicht länger hinnehmen, dass von seinem Arbeitgeber ausgenutzt zu werden. Er schnitt das Bremsband und provozierte, während er ruhig verzweifelt versuchte zu bremsen, kam er gar nicht. Okay. Max Töpfer, Mörder. Okay. Ich glaube nicht, dass der das alleine war. Vielleicht hat das sabotiert. Und die aber hier. Max Töpfer tötete seinen Arbeitgeber aus niederen Beweggründen und heimtückisch. Er ist ein Mörder, der seiner gerechten Strafe entgegengeführt werden muss. Weiter ermitteln. Ermittlung beenden. Ne, wir machen weiter. Ich glaube nämlich nicht, dass das... Ich glaube, der war nicht bei Bewusstsein. Fall. Aber das Mörder ist geblieben. Okay. Unfall. Was wir sehen, die Tollköschen nicht so... Das glaube ich irgendwo nicht. Ich glaube, die wusste davon. Giftmord. Mord durch Gift. Emma Ulrich hatte genug von den Frauengeschichten ihres Mannes. Ah, das könnte ich mir gut vorstellen. Sie versuchte, ihn mit Tollkirschen zu vergiften, doch die Dosis war zu gering. Aber während er seinen Motorwagen durch Plagwitz steuerte, setzte die lähmende Wirkung des Giftes ein. Weshalb konnte er weder ausweichen noch abspringen, bevor er in den Fluss fiel. Ja, das glaube ich. Okay, zwei Mörder. Ja, das könnte passen, ne? Durchschnitten worden. Das könnte ich mir gut vorstellen. Aber ich will vorher mal kurz die Hilfe hier ausprobieren, weil mal sehen, was die macht. Ich denke nämlich, das ist es. Bei zwei Mörder, ja. Ist ja auch witzig irgendwie, dass dann beide. Naja, gut, wer weiß. Kommissar Kreiser. Wie geht denn das hier mit den Hotspots? Ich dachte eigentlich, dass man ein bisschen länger drücken stand eigentlich da. Aber gut, wenn man den hier so an. Ich glaube, ich brauche Ihr scharfes Auge. Hier sollten Sie einmal genauer hinschauen. Ah, okay. Ah, da hätte ich das gleich gesehen, ne? Okay. Ja, das ist eine sinnvolle Hilfe. Cool. Vor allem nicht gleich. Wenn man möchte, kann man es benutzen. Man kann es aber auch ignorieren. Dann braucht man hier unseren Dr. Watson, sage ich jetzt mal, nicht benutzen. Das ist aber okay, so ein bisschen Sherlock Holmes und Dr. Watson. Kommissar Kreiser. Ganz witzig. So, Hilfe, dann gibt man wahrscheinlich einen Tipp, obwohl ich jetzt wahrscheinlich keine mehr brauche, weil ich denke, dass das passt so weit. Ach, ich fürchte, ich stecke fest und weiß nicht mehr weiter. Hier im Garten haben Sie alles gesehen. Okay. Cool, vergessen, ne? Sie nicht, Ihre Beobachtungen in Ihrem Notizbuch miteinander zu kombinieren. Okay. Ja, ganz cooler Tipp. Das Kombinieren da, ich meine, ich habe jetzt alles kombiniert, denke ich. Das war's erst einmal. Schade eigentlich, dass ich eigentlich jetzt nicht irgendwie noch was habe hier, was ich noch nicht gemacht habe. Hat mich mal interessiert, was er sagt, also ob er einen Tipp gibt, aber naja, gut. So, wir werden jetzt mal sagen, es gibt zwei Mörder. Aber ich glaube, das stimmt. Warum aber jetzt hier das nicht verbunden ist, grafisch? Giftmord. Zwei Mörder. Naja, gut. So, zwei Mörder. Unabhängig voneinander haben Emma Ulich und Max Töpfer versucht, Eduard Ulich umzubringen. Das glaube ich auch. Die Ehefrau durch Gift, der Mechaniker durch Sabotage. Nun muss ein Gericht eine gerechte Strafe für beide entscheiden. Schuldig sind sie allemal. Okay. Ja, denke ich auch. Gut, ob der Mechaniker mit der Sabotage auch gleich einen Mord... Ja gut, dafür gibt es ja das Gericht, ne? Aber wo man sagen muss, er nimmt es auf jeden Fall in Kauf, ne? Okay. Dann machen wir mal Ermittlungen beenden und dann gucken wir, was passiert.
Jetzt weiß ich, was wir tun müssen. Steht eine Verhaftung an? Nicht nur eine. Dieser Fall hat einige überraschende Wendungen bereitgehalten. Und so blieb mir nichts anderes übrig, sowohl Emma Uhlich als auch Max Töpfer zu verhaften. Sie hat die ständigen Seitensprünge ihres Ehemanns wohl nicht mehr ertragen und sich entschlossen, dass es damit nun ein für allemal vorbei sei. Und Max Töpfer wollte sich an seinem Arbeitgeber für die schlechte Behandlung und den einbehaltenen Lohn rächen. Richtig. Und so durchtrennte er das Bremsband und sie vergiftete ihren Ehemann mit Tollkirschen. Deshalb konnte Eduard Uhlich weder ausweichen noch bremsen und ertrank in der Elster. Doch wen trifft die Hauptschuld an dem Tod? Das muss zum Glück nicht ich entscheiden, sondern ein Gericht. Aber Ihnen gebührt der Respekt, diesen undurchschaubaren Fall aufgeklärt zu haben. Die Leipziger Polizei kann sich glücklich schätzen, Sie in ihren Diensten zu haben. Nicht jeder hätte hier die Wahrheit erkannt. Glückwunsch! Du hast die Demo von Fallbuch 1899 abgeschlossen. Und noch dazu hast du die richtige Lösung gefunden. Du scheinst ein echtes Naturtalent zu sein. Danke. Leider ein bisschen unklar. Ja. Dann sind wir wohl am Ende der Demo. Also, toll. Der Fall gefällt mir gut. Also, schöner kleiner Fall. Mit ein paar Wendungen, wo ich jetzt nicht gedacht hätte, wie es ist. Also, ganz gut. Echt hübsch. Die Optik ist toll. Die Soundkills ist super. Also, auch das hier mit den Effekten, dass man so ein Blindsein mit Effekten darstellt, finde ich super. Eine richtig tolle Idee. Echt toll, gefällt mir wirklich. Die Sprachausgabe ist bis auf wenige Dinge, die ist super, die ist gut, kann man schon sagen. Eine deutsche Sprachausgabe für so ein Spiel, gut ab, hätte ich nicht erwartet. Toll, danke. Also, ich freue mich immer über Sprachausgaben bei sowas, richtig toll. Die männlichen Sprecher, vor allem der Kommissar selber, sind großartig. Muss man sagen. Bei den Frauenstimmen scheint immer dieselbe zu sein. Ne? Also, klingt zumindest ein bisschen so, aber na gut. Trotzdem. Ziemlich gut. Ja. Gefällt mir Leipzig in Pixelform? Ja, mir gefällt Leipzig in Pixelform. Also, ich werde es auf jeden Fall auf meine Wunschliste packen. Tolles Spiel, gefällt mir. Vielleicht hat jemand trotzdem mal Lust auf Letters jetzt hier gesehen, hat ein bisschen zu dieses Feeling, so das Point-and-Click-Effekt. Und wenn es rauskommt, was wir lösen. Wenn man jetzt hier guckt, was haben wir jetzt hier? Eine Stunde gebraucht, für einen Fall, aber die anderen Fälle bestimmt ein bisschen beschäftigt. Das geht ja wunderbar. Die Rätsel waren absolut logisch, finde ich super. Und ich bin jetzt zwar auf den richtigen Weg gekommen, auf das Richtige, die Lösung. Hätte mich eigentlich mal interessiert, was passiert wäre, wenn ich die falsche Lösung hätte. Aber ja gut, das kann ich ja nochmal ausprobieren. Das ist eigentlich nicht schlecht. Also so dieses Konzept mit, wir haben ein paar Dinge in der Welt gefunden, also Infos, und schreib mir die auf und kombiniere die, um neue Lösungen und neue Aktionen in der Welt, finde ich ziemlich super und erinnert mich auch an die Sherlock-Holmes-Spiele. Also rundum gelungen. Also super Spiel. Gregor, Daumen hoch. Auf jeden Fall. Für mich eine Empfehlung wert. Packt das auf die Wunschliste, Leute. Und spielt's. In dem Sinne sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Game the Man. Tschüss.